Ich möchte euch alle ganz herzlich heute hier begrüßen. Vielen herzlichen Dank, dass ihr hier hingekommen seid, trotz des Krachs. Vielen Dank auch an meine Vorredner, André Wendt. Dankeschön für die tolle Moderation, meinem lieben Co-Sprecher, dem Tino Chrupalla. Und mein herzliches Dankeschön geht an den nächsten Ministerpräsidenten von Sachsen, Jörg Urban. Und ich möchte eine beziehungsweise zwei Personen ganz herzlich grüßen. Hier heute nicht auf der Bühne, aber hier irgendwo in den Leuten drin. Ich möchte ganz herzlich begrüßen das ehemalige Staatsoberhaupt und Bundespräsident der Schweiz mit seiner Lebensgefährtin hier auf einer Radtour. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich weiß, ihr hört zu. Wir haben es eben schon gehört. Dresden, die Stadt der klügsten Köpfe, des Erfinderreichtums, der Ideen. Jörg Urban hat es gesagt, Caspar David Friedrich. Caspar David Friedrich verbrachte den Großteil seines Lebens hier in Dresden, der Kulturhauptstadt. Er widmete seinen Bildern der Natur und der wunderschönen sächsischen Schweiz. Eines der bekanntesten, liebe Freunde, ist der Wanderer über dem Nebelmeer. Ihr habt das Bild vielleicht vor Augen. Man sieht ihn im Rücken stehend, wie er den Weitblick hat über dem Nebel, wie er den Durchblick hat, den Ausblick, über den Nebel zu stehen. Und warum sage ich das? Dieses Bild ist deshalb so schön, weil es sinnbildlich ist für euch. Ihr seid die Wanderer über dem Nebelmeer. Dresden ist die Erfindungsstadt. Wir haben es eben schon gehört. Ich möchte ergänzen. Ich habe mir das angesehen. Hier wurde die Dampflok erfunden. Die Zahnpasta, Mundwasser, Odol. Vielleicht könnten die Leute da hinten Odol gebrauchen, ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Filtertüten, nicht die Filtertüten, die wir uns per Zwangsmaßnahme die Kaffeefilter aufsetzen mussten. Und Filterzigaretten finde ich auch recht interessant. Aber Dresden ist auch bekannt für den wunderbaren Christstollen. Und für was Weiteres ist Dresden bekannt? Dresden ist bekannt für das Blaue Wunder. Und das Blaue Wunder. Und das Blaue Wunder wird nicht nur in Dresden passieren am Sonntag, sondern in ganz Sachsen und in Thüringen. Sorgen wir für das Blaue Wunder. AfD, AfD, AfD,
Sachsen, in Thüringen und in Brandenburg wird im September die Zukunft Deutschlands entschieden. Ich bewundere Sachsen. Ich bewundere euch für die Tradition der Freiheit. Ich bewundere euch für die Geschichte, für den Mut des 1989. Und ich sage es nochmal, wir brauchen ein zweites 1989. Das blaue Wunder. Das zweite 1989. Wenn wir dorthin sehen, dann sehen wir dort den Ausfluss, die Schlägertrupps des Politbüros. Was wir glaubten, im Jahr 1989 überwunden zu haben. Das ist die Schlägertruppe der Nationalen Volksfront, der ganzen anderen Parteien. Und warum sage ich das? Es ist ganz wichtig. Und ich weiß, dass es morgen wieder in den Zeitungen stehen wird, aber ich kann mich einfach nicht zurückhalten. Wir müssen uns einfach mal vorstellen, was los wäre, das wäre umgekehrt. Ricarda Lang, Gott bewahre, würde hier heute stehen. Und da würden wir alle als Mob da rumstehen und andere Meinungen niederbrüllen. Ich glaube, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der würde ausflippen. Schlagzeilen rauf und runter, Sondersendung hier und da. Nichts davon. Das läuft alles durch. Das ist der linke Woke Kulturkrieg. Und das ist eines der Verbrechen. Eines der Verbrechen in der Bundesrepublik Deutschland. Der Versuch der Zerstörung unserer Kultur durch dieses woke linke Getue, alimentiert durch einen Staatssender, wie die DDR ihn nicht besser hatte. Ich kann euch auch sagen, wir sind gegen jede Form des Extremismus. Wir sind gegen Rechtsextremismus. Wir sind gegen Islamismus. Wir sind gegen Linksterrorismus. Und wenn wir in der Regierung sitzen, wird die Antifa verboten als terroristische Vereinigung. Die Nationale Volksfront, alle anderen Parteien, ich bin noch nicht fertig, ich gehe noch weiter. Da habe ich richtig Lust bei sowas. Wir müssen uns vorstellen, auf welchen Boden diese Aussaat des Hasses, der Hetze und der Gewalt gefallen ist. Es ist die Saat der Entmenschlichung Andersdenkender. Wenn ein Markus Söder hingeht und uns als Parasiten bezeichnet, wenn ein Steinmeier AfD-Wähler als Ratten bezeichnet, wenn die FDP-Tante mit den vier Namen uns als braune Scheiße bezeichnet, ich zitiere sie nur, mir würde sowas nie einfallen, und euch als Schmeißfliegen, dann ist das nichts anderes als die Sprache der Nazis. Das ist die Sprache der Nazis. Das, was hier passiert. Und ich kann euch sagen,
Die AfD steht und kämpft für die Freiheit. Mit uns ist eine Entmenschlichung des politischen Gegners nicht zu machen. Das gehört sich nicht. Und da müssen sich alle anderen einfach mal an die Nase fassen. Und zwar die Frage auch beantworten, wie wollen wir die tiefen gesellschaftlichen Gräben eigentlich noch überwinden, wenn so etwas zugelassen wird, wenn so über uns geschimpft wird. Da haben alle eine Verantwortung. Die anderen Parteien, vor allem die CDU, Hendrik Wüst hat das beklatscht wie in Essen. Unser Parteitag am besten in Stücke geschlagen worden wäre durch die Antifa. Das muss man sich vorstellen, da sind CDU-Bürgermeister vorne. Und das ist auch der Grund, warum es am Sonntag nur mit der AfD geht, einen echten Kurswechsel herbeizuführen. Schauen wir uns die Sünden, die Verbrechen der vergangenen Jahre an. Die Grenzen wurden geöffnet. Deutschland hat de facto keine Grenzen mehr. Die Zerstörung unserer Energieinfrastruktur, die Zerstörung unserer Wirtschaft, die Zerstörung des Mittelstandes, die Zerstörung unserer Kultur, die Zerstörung unseres Geschichtsbewusstseins, der Umgang mit unseren Rentnern, ist das nicht eine Sünde, wie die Politik mit den Rentnern umgeht, mit den Menschen, die dieses Land aufgebaut haben, die Kinder großgezogen haben, ihre Enkel? Ich habe gestern am Infostand gestanden. Da kam eine ältere Dame zu mir hin. Sie hat gesagt, tun Sie etwas für die Rentner. Ich habe sie gefragt, was sie an Rente bekommt. Die Frau sagte mir, und da könnt ihr Bände von sprechen, aber ich will es hier gerne noch mal für alle wiederholen, weil ich hier auch sehr viele junge Leute habe. Die Frau sagte mir, sie hätte 47 Jahre gearbeitet und sie bekommt 1.100 Euro an Rente. 1.100 Euro für 47 Jahre Arbeit. Ein Land, eine Regierung, die so mit den Senioren, mit den Rentnern umgeht, sollte nicht mehr in den Spiegel schauen dürfen und vor Scham im Boden versinken. Ein weiteres Verbrechen. Das Verbrechen, und ich rede bewusst von einem Verbrechen der Zerstörung der Geschlechteridentität. Wie kann das sein, dass bei allen Problemen, die wir heute in allen Reden schon thematisiert haben, wie kann das sein, dass eine Bundesregierung priorisiert, dass sich junge Menschen einmal im Jahr ihr Geschlecht aussuchen könnten? Und dass, wenn sich ein Mann, der sich im 7. Monat schwanger fühlt, von der Krankenkasse seine Tests bezahlt bekommt. Wie ist das möglich? Das ist totaler Irrsinn. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn wir in der Regierung sind, dann ist mit diesem Wahnsinn einfach Schluss. Es schädigt die Jugend, es schädigt unsere Gesellschaft. Und auch das macht die CDU mit. Und ich habe noch gar nicht über diesen schrecklichen Vorfall von Solingen gesprochen. Ich möchte mich auch hier einfach kurz fassen. Solingen ist in Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen ist CDU geführt. Der Attentäter hätte längst abgeschoben werden müssen.
Die CDU-geführten Behörden haben einfach ein Auge zugedrückt. Und da frage ich, sind denn die Behörden auch im Vollzug so schwach, wenn sie zu schnell gefahren sind oder wenn sie irgendwie ihre Steuern nachzahlen müssen? Ist man dann auch so schwach im Vollzug? Mannheim in Baden-Württemberg, auch ein CDU-geführtes Bundesland, auch dieser Straftäter hätte abgeschoben werden müssen, schon vor Jahren. Und das ist auch der Grund, all das, was Sie jetzt hören. Heute hat ja die Ampel zusammen mit der Union ein wunderbares Paket rausgebracht. Wissen Sie, was das ist? Das ist die reinste Panik vor den Landtagswahlen. Das ist Wählertäuschung in der besten Form. Wählertäuschung. Hätte man den politischen Willen, hätte man schon längst etwas machen können. Und dann nützt es auch nichts, kurz vor knapp das AfD-Programm abzuschreiben. Denn wir fordern seit Jahren, und das gehört zur Wahrheit mit dazu, Sach- statt Geldleistung. Kein ausländischer Staatsbürger hat hier ein Anrecht auf Sozialleistung. Das ist doch ganz einfach. Niemand kann und darf eingebürgert werden, wenn er die Sprache nicht spricht und hier auch nicht arbeitet. Das geht nicht. Auch das muss geordnet werden. Und das ist auch der Grund, warum ich persönlich ein 5-Jahres-Moratorium fordere, einen Aufnahmestopp und einen Einbürgerungsstopp für mindestens 5 Jahre bei gleichzeitiger Schließung unserer Grenzen. Wir dürfen in diesem Zustand, wo wir nicht wissen, wer bei uns ist, die Leute auch noch einbürgern. Aber was wird gemacht? Schauen Sie sich das Innenministerium an. Da gibt es Leitlinien, einen 10-Punkte-Plan von Nancy Faeser, wo auf Arabisch steht, wie man am besten sich einen Anwalt nehmen kann, um gegen die eigene Behörde zu klagen. Das ist doch alles Augenwischerei. Wir werden doch hier nach Strich und Faden verarscht. Und das ist auch der Grund, warum es in Deutschland Reformen bedarf. Die einen Reformen sind Ländersache, die anderen Bundessache. Was wir brauchen, ist ein funktionierender Rechtsstaat. Alle sind vor dem Recht gleich. Da fängt es einfach erstmal an. Und wir alle haben Bürgerrechte, die in der Verfassung geschützt sind. Und diese Bürgerrechte wurden mal einfach durch ein Infektionsschutzgesetz vom Tisch gewischt. Das muss man sich mal vorstellen. Während der Corona-Maßnahmenpolitik wurde einfach unsere Verfassung und das Bürgerrecht außer Kraft gesetzt. Ich kann Ihnen sagen, mit der AfD wäre so etwas niemals möglich gewesen. Und ich bedanke mich bei allen Montagsspaziergängern, die gegen diese Politik auf die Straße gegangen sind. Und wir fordern Untersuchungsausschüsse, die von der Union auch mit blockiert werden. Und darum alle Stimmen auf die AfD, damit diese Leute endlich mal zur Rechenschaft gezogen werden. So sieht's doch aus. Wir wollen mehr Demokratie. Wir wollen die direkte Demokratie. Wir wollen Volksabstimmung nach dem Schweizer Vorbild. Und ich kann euch sagen, das Erste, was wir tun würden, ist die Abschaffung der GEZ-Gebühren zur Abstimmung zu stellen. Da säßen nämlich plötzlich alle woken Journalisten, die nichts gelernt haben, auf der Straße. Peng! Wir müssen mit den Steuern und Abgaben runter. Wir brauchen bezahlbare Energie. Das geht nur durch ein vernünftiges Energieangebot. Darum zurück zur Kernkraft, zurück zur Kohlekraft. Wir hatten die modernsten Kern- und Kohlekraftwerke, vor allen Dingen hier in Sachsen ist das relevant. Zurück zu einer vernünftigen, nachhaltigen Energiepolitik, liebe Freunde.
Wir haben Verantwortung für die nachfolgenden Generationen, für unsere Kinder, für die Jugendlichen. Die brauchen doch eine vernünftige Ausbildung. Was passiert hier an den Schulen? Auch das muss wieder vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Die Kinder sollen nicht lernen, was hier Gender ist und Geschlechter aussuchen und freies Kiffen für alle in diesem Hippie-Staat. Nein, die Aufgabe der Schulen ist, Wissen zu vermitteln, schreiben zu können, lesen zu können, Mathe zu können, rechnen zu können, eine vernünftige Ausbildung für das spätere Berufsleben zu erfahren. So sieht es doch aus. So geht verantwortungsvolle Bildungspolitik. Auch das nur mit der AfD zu machen. Und darum sage ich Danke an alle jungen Wähler. Ich sehe so viele junge Menschen. Wir wollen, dass ihr eine vernünftige Zukunft habt, dass ihr eine vernünftige Bildung habt, dass ihr einen guten Job bekommt und dass ihr von der Arbeit leben könnt. Und da ihr klug seid, ihr jungen Menschen, klüger als all die Claudia Roths und Ricarda Langs und alle Studienabbrecher, die dort in der Regierung sitzen, zusammen, da ihr das wisst, habt ihr in der U18-Befragung die AfD zur stärksten Kraft gemacht. Vielen herzlichen Dank. Über 40%, fast 50%. Weil ihr begriffen habt, worum es geht. Tja. Und darum brauchen wir in diesem Bereich nicht eine 360-Grad-Wende, sondern eine 180-Grad-Wende. Wir brauchen auch keine 360-Grad-Wenden in einer feministischen Außenpolitik. Was wir brauchen, ist kein Krieg in der Ukraine. Das liegt nicht im deutschen Interesse. Das deutsche Interesse liegt im Frieden zwischen Russland und der Ukraine. Es ist unsere Aufgabe, als verantwortungsvolle Politiker dieses unnötige, sinnlose Sterben in der Ukraine so schnell wie möglich zu beenden. Und ich sage es hier und heute, keine deutschen Soldaten, keine Söhne, keine Väter, keine Waffen in diese Ukraine. Niemals. Und ich persönlich, ich schäme mich dafür. Ich schäme mich dafür, dass nach dem Zweiten Weltkrieg deutsche Panzer gegen Russland rollen. Das ist eine Schande für unser Land. Wir wissen aus der Geschichte, und dafür muss man nicht sonderlich klug sein, aber diese Klugheit hat diese Regierungsbank in Summe sowieso nicht. Wir geben das auf mit der Ampel. Es ist zwecklos. Und ich hoffe, dass Sie allesamt hier aus dem Landtag rausfliegen, in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, und Ihre Quittung für unverantwortliches Handeln bekommen. Jeder weiß, dass am Ende eines jeden Krieges ein Frieden steht. Warum also den Krieg unnötig fortsetzen und Menschen jeden Tag sterben lassen? Eine diplomatische Lösung muss her. Und das wäre eigentlich die deutsche Aufgabe, als neutraler Mittler einen diplomatischen Frieden herbeizuführen. Diese Option hat man sich verbaut. Ich kann euch versprechen, mit der AfD in der Regierungsverantwortung, und ich meine jetzt nicht im Land, sondern im Bund, nächstes Jahr sind Bundestagswahlen, werden wir die Friedensverhandlungen forcieren und einen absoluten Kurswechsel in der Außenpolitik vollziehen.
Und darum ist ein ganz wichtiger Baustein, liebe Freunde, machen wir am Sonntag den Osten, das geliebte Sachsen, das geliebte Thüringen, machen wir den Osten blau. Liebe Freunde, am 1. September AfD wählen. Ich bedanke mich. Danke Dresden. Danke Sachsen. Nutzt die Chance.